Ja, da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Breath of Fire 2. Herzlich willkommen zurück. Wir haben letztes Mal versucht, den Baumeister für diese Steinhäuser zu finden und haben uns leider an die falsche Person gewandelt. Ich hoffe, dass ich die richtige Person hier finde. Normalerweise befinden sich die Personen nämlich immer in einem dieser Häuser. Wir werden mal gucken, vielleicht ist er hier in der Gaststätte. Das ist ein alter Mann. Schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Ich bin ein umherwandernder Verkäufer und ich werde langsam müde. Schön für dich, interessiert mich nicht. Ich wollte eigentlich einen Baumeister hier für diese Steinhäuser finden. Wo ist der denn jetzt verdammt nochmal? Normalerweise müsste er doch hier irgendwo rumrennen. Vielleicht ist er auch hier im Geschäft. Das ist ja auch ein Steinhaus. Naja, ein Manillo wird er wohl nicht sein. Ansonsten muss ich mich wohl für jemand anders entscheiden. Ich guck mal hier. Ja, das hat sie uns schon mal gesagt. Ja, ja, es ist wirklich schrecklich, dass ein Dämon in diese Stadt gekommen ist. Ach, ein neuer anderes Steinhaus. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber denke, was eventuell hätte passieren können, wenn wir die Monster nichts vernichtet hätten. Na, kriegt sie Schüttelfrost und keinen Gänsehaut. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Wenn da irgendwas nur in eurer Bredouille ist, wo ich euch helfen kann, zögert nicht, es mir zu sagen. Was? Ihr wollt von mir, dass ich euch ein Haus baue? Ja. Was? Du möchtest, dass ich euch ein Haus baue? Aber warum? Oh. Du hast das Haus der alten Dame verbrannt? Wow, das ist wirklich etwas. Es wird mir eine Freude sein. Schön zu wissen. Er macht sie jetzt auf den Weg. So. Alles, was ich zu tun habe, ist in dieses Dorf gehen und ein Haus für die, so wie die alte Frau es haben möchte, zu bauen. Du kannst das mir überlassen. Nun, ich denke, ich werde mich an die Arbeit machen. Ja, schön. Er macht sie jetzt auf den Weg und wird dein Haus für die Vereinigung bauen. Mal schauen, vielleicht können wir jetzt schon mit der Geschichte weitermachen. Ich denke eigentlich schon. Ja, die Person, die da das Tor verstellt hat, ist weg. Allerdings habe ich die Vermutung, dass ich eventuell jetzt schon ein Haus besetzen kann. Und das möchte ich unbedingt jetzt schnellstmöglich machen. Und darum mache ich mich jetzt auf den Weg nach Windia. Das hat eine ganz einfache Bedeutung. Scheiße, da war ein Baum im Weg. Aber nicht kämpfen, das ist immer schön. Weiter geht's. Wir machen uns weiter auf den Weg. Roll, roll, roll. Nein, 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 nicht, 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 nicht. Okay. Also, dafür, dass ich jetzt so oft hier schon angeeckt bin, während der Videos, die ihr gesehen habt, musste ich wirklich so gut wie gar nicht kämpfen. Das ist doch wirklich toll. Aber ich kann es nicht oft genug betonen, dass eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwo gegengefahren bin, dass ich kämpfen musste. Oder liegt es vielleicht hier an der Version des Spiels, die ich hier auf meinem Rechner habe? Na, jetzt zwei Leute vergiftet durch den Gifthauch, dieses Death Peaks. Vielleicht möchte ich auch mal was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich habe da nämlich mal was gehört von. Angeblich soll man, wenn Rand vergiftet ist, das Rollen nicht benutzen können. Das heißt, ich muss gleich einmal gucken, ob ich die Y-Taste weiterhin benutzen kann. Ich kann mich weiterhin rollen. Weiß ich nicht, warum er denn irgendwie Schaden dann. So. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Gerade jetzt, wo ich schnell was nachgucken wollte. Ja, egal. Weiteren Schaden hat er nicht genommen durch die Vergiftung. Also weiß ich nicht, was daran jetzt so schlimm ist. Das heißt, ich könnte somit auf der Weltkarte zumindest immer schön mogeln. Weil, wie wir wissen, nimmt während des Kampfes bei der Vergiftung niemand Schaden. Es gibt nur einen Status bei dem Spiel, den ich abgrundtief hasse. Und das ist der Zombie-Status. Der ist wirklich schlimm, weil da muss man wirklich schnell wie möglich innerhalb von drei Zügen entweder heilen und den Kampf beenden. Ansonsten kann man diese Charaktere nicht mehr benutzen. Sie werden verrückt und sind nach dem Kampf auch wirklich nicht mehr nutzungsfähig. Während des Kampfes nicht mehr nutzungsfähig. Sie sind einfach nur verwirrt. So wie die Zombies aus dem ersten Zombie-Dungeon. Ja, der Grund, warum ich hier hingekommen bin, ist ein ganz einfacher. Ich habe ja schon gesagt, ein Haus besetzen im Dorf.
Weil jetzt müsste eigentlich schon ein Haus fertig sein. Wollen wir doch mal schauen? Das müsste... Genau, Barretta. Ich bin Barretta. Oh, ich wünschte, ich könnte mein eigenes Geschäft aufmachen. Wir sind zu früh. Ja, liebe Zuschauer. Das war mir so klar. Aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr an alles. Ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall ein Haus eröffnen wird. Und dort einen Handel aufmachen wird. Das ist der sinnvollste Handel zu Beginn des Spiels. Also machen wir uns wieder zurück und folgen der Geschichte weiter. Vielleicht wird es nämlich ganz, ganz, ganz komisch. Ja, so heißt es wieder schön Richtung zurück. Kapitän ruft. Ja, zu den Kämpfen sage ich wahrscheinlich am besten gar nichts mehr. Und deswegen kann ich ja nochmal auf Dragon Quarter eingehen. Weil da gibt es dieses dumme Gimmick, dass man das Spiel schnellstmöglich ausschalten muss und möglichst selten die Drachenfähigkeiten des Helms benutzen muss. Weil der hat so eine innere Temperaturanzeige und wenn die bei 100% ist, beziehungsweise irgendwie so und so viel Grad, da ist das Spiel vorbei, da verbrennt er. Ist ja an und für sich nett gemeint, dieses Gimmick, aber man sollte wenigstens irgendwie das einführen, dass man sich abkühlen kann. Weil es ist doch nicht der Sinn der Sache, dass man sich das ganze Spiel abhetzt. Ja, das ganze Spiel hetzt man sich ab und dann, was ist dann? Dann kann man noch nicht mehr was reißen. Das ist doch wirklich zum Würgen gewesen. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, dachte ich, komm. Der Anfang ist ganz lustig und dann kriegt der Held die Drachenfähigkeit. Ich dachte, ich kann da hier die ganzen Fähigkeiten dann nutzen, hier diesen schnellen Spurt und alles, wo eben halt diese Erhitzung hochgeht. Und auf einmal sehe ich, das Spiel ist vorbei, nur weil ich die 100% erreicht habe. Zack, Game Over. Konnte ich neu starten mit den Sachen, die ich bis dahin gesammelt habe. Das war schön und gut. Aber da habe ich mir gedacht, wie soll ich das denn bis zum Ende schaffen? Und ich bin doch ganz ehrlich, ich habe dieses Spiel nie durchgespielt. Habe ich nie gemacht. Weil es mich irgendwann richtig aufgeregt hat, das Spiel. Und ich ehrlich gesagt habe es bereut, habe dafür damals das Geld hingelegt zu haben auf dem Tisch. Ehrlich. Das war eine der schlechtesten Investitionen in meiner Gaming-Zeit. Oh, schön. Nina hat einen neuen Zauberspruch gelernt, den Sonic Boom. Ich denke mal, dass es Sonic Boom heißen soll, weil wir wissen ja, Capcom hat Street Fighter ins Leben gerufen und seitdem eben halt bei Street Fighter Gal den Sonic Boom benutzt hat, ist eigentlich bei sämtlichen Breath of Fire, bei sämtlichen Spielen von Capcom irgendwo entweder eine Fähigkeit eines Street Fighter Kämpfers oder gar ein Street Fighter Kämpfer an sich zumindest mit dem Namen vertreten. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass der eigentliche Name diese Breath of Fire Spiele für den Helden Ryu ist, da macht's eigentlich bei allen Klick. Oder auch, dass dieser Sonic Boom hier vorkommt, oder bei Mega Man X, was ja auch von Capcom ist, dass da Ryu, beziehungsweise den Mega Man, das Hadouken erlernen kann beim ersten Teil. Also, ich finde das schon ein bisschen amüsant, wie sie das alles kombinieren. Da wir ja jetzt den Baumeister haben und er jetzt bei uns ist, werde ich jetzt erstmal hier diesen netten Mann ansprechen. Puh, das Boot ist endlich zurückgekommen. Ein Gerücht besagt, dass das Mädchen, das wie eine Fledermaus aussieht, zum Sima-Schloss gegangen ist. Und das per Boot. Ja, wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Ja, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Ich weiß, es heißt eigentlich Seefahrt. Es ist mir egal. Los geht's. So, und wir fahren diesen großen Abhang entlang und sind gleich da. Zack, da sind wir auch schon. Und bevor wir weitergehen, mache ich hier einen Schnitt und beende das. Wir sehen uns demnächst. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Breath of Fire 2. Sprach der Raven halt nimmermehr.